Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2015 und zwar dem Frühjahr und besprochen wird die Aufgabe 2. Bei der Aufgabe 2 handelt es sich um eine elektrische Schaltung, die, und ich möchte sie einmal vorwegstellen, so oder so ähnlich in dem Originaltext zu sehen gewesen ist. Ich wurde gebeten, da wo es möglich ist, die entsprechenden Daten vorwegzuschicken, damit eine eigenständige Lösung möglich wird. Bei dieser Aufgabe ist das gegeben. Ich werde aber dennoch eine Skizze anfertigen, um praktisch die Daten zu übertragen. Bei der Skizze ist also eine Klemmspannung von 24 Volt gegeben. U gleich 24 Volt. Eine Parallelschaltung kombiniert mit einer Reihenschaltung, die für mich zunächst mal so verändert werden soll, dass ich sie ein kleines bisschen als Parallelschaltung auch erkennen kann. Für mein Auge ist es immer einfacher, sich das so zu überlegen, dass hier wirklich einzelne Leitungsstränge vorliegen. Dieses ist der Widerstand R1, dieses ist der Widerstand R2, der Widerstand R3 ist gegeben mit einer Größe von 36 Ohm. Weiter ist bekannt, dass ein Gesamtstrom, I Gesamt, von 2 Ampere fließen, dass wir einen Spannungsabfall über der Parallelschaltung haben, den wir hier U2 nennen wollen und 18 Volt groß sein soll. Und das sind die Daten, die mir letztlich wohl bekannt sind. Gesucht ist unter der Aufgabenstellung A die Größe des Widerstandes R1 und R2. Ja, zunächst hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, wie man anfangen soll. Aber erfahrungsgemäß ist es immer hilfreich, sich klarzumachen, dass die entsprechenden Größen irgendwie zusammengefasst werden können. Und das sieht dann eben so aus, dass wir uns zunächst mal überlegen, dass es sich hier natürlich um eine Parallelschaltung handelt. Und bei einer Parallelschaltung wissen wir, dass U2